Ah, Fuji hat sich da einen Kopf gemacht und haut gerade ein Firmware-Update wie aus dem Bilderbuch heraus. Das ist der König unter den Firmware-Updates. Also ich brauche eine Webseite und die Webseite sollte wirklich sehr, sehr geil aussehen. Am besten so, dass ich ohne Programmierkenntnisse einfach in wenigen Schritten mit wenigen Klicks sofort eine richtig geile Webseite habe. Achso, eventuell da draußen irgendwie irgendetwas im Kopf, womit das realisierbar ist? Nicht? Okay, gut, vielleicht habe ich da aber etwas für dich da draußen, sofern du Adobe CC besitzt. Denn seit kurzem gibt es endlich Adobe Portfolio. Das heißt also, du kannst in wenigen Schritten mit wenigen Mausklicks nach gefühlten diversen Layouts suchen und diese Layouts auch verarbeiten. Wie gesagt, mit wenigen Klicks. Und schon hast du ein richtig geiles Portfolio zur Verfügung. Sofern du das dann auch selber so siehst. Natürlich gibt es in diversen Augen immer das eine oder andere noch auszusetzen. Aber ich meine, gefühlt drei Klicks und schon kannst du deine Fotos, deine Illustrationen, deine Artworks, was auch immer im Internet präsentieren für die Leute da draußen, damit die sehen, was für ein krasser Dude du eigentlich bist. Also ich meine, das klingt doch super fantastisch, oder? Und es ist ein Mehrwert für die Leute, die halt schon mit Adobe Creative Cloud arbeiten. Das heißt also, sie zahlen nichts extra dazu, das kommt einfach hinzu. Und schon kannst du deine eigene Webseite ohne CMS, WordPress und Co. gestalten. Ja, wenn ich nicht schon so weit im Kopf wäre, dass ich das benötigen müsste, also nicht müsste, dann würde ich es mir vielleicht auch zulegen. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich musste mir das die Tage auch nochmal angucken. Ich glaube, das könnte was sein. Okay, eine sehr, sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage und die muss ich dir jetzt einfach stellen. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie du aus einer alten Kamera eine neuwertige Kamera machen kannst? Nicht? Ah, Fuji hat sich da einen Kopf gemacht und haut gerade ein Firmware-Update wie aus dem Bilderbuch heraus. Das ist der König unter den Firmware-Updates. Und Fuji legt da die Messlatte ziemlich hoch. Und ich sehe jetzt an deinem Gesichtsausdruck, dass du mir irgendwie nicht folgen kannst und immer noch so unglaubwürdig reinschaust. Ja, warum denn? Das Folgende ist halt sowieso krass. Heißt also, lehn dich zurück. Eine XT2 wird zu einer XH1. Du glaubst mir nicht, ne? Ja, doch, aber das neue Firmware-Update 4.0 von Fuji macht genau das. Denn viele Funktionen, die in der XH1 verbaut sind und die in der XH1 vorbehalten waren, ja, die gibt es jetzt auch in der XT2. Beispielsweise bekommst du da Focus-Bracketing, du bekommst Slow-Motion-Aufnahmen mit 120 Frames per Second, einen schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen und internes F-Lock. Ja. Mit einem Firmware-Update. Wie krass ist das denn bitte? Und du bezahlst nichts. Gar nichts. Sowas nenne ich einen sehr, sehr geilen Anbieter, Hersteller, wie auch immer man dazu sagen soll. Fuji. Daumen hoch dafür, dass du aus einer XT2 eine XH1 machst. Da kann man sich eigentlich nur die Finger wund lecken nach. Wenn das andere Hersteller auch mal so machen würden. Aber nein. Fuji ist da einfach der König, die Königin unter den Herstellern. Und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Aber du da draußen als Fuji-Freund, bei dir geht sicherlich das jetzt gerade so auf, dass du einfach nur noch durch die Gegend strahlst, oder? Ich glaube schon. Also ich frage mich ja echt, wann Canon endlich mal wieder mit Innovationen um die Ecke kommt. In den letzten Jahren war es ja leider nicht so, dass Canon irgendwie mal irgendwo mit Innovationen glänzen konnte. Klar, es gab immer so ein, zwei Features, die irgendwie überzeugt haben, aber am Ende hat sich der Großteil der Fotografen noch gefragt, Canon, Innovation, wo ist das abgeblieben? Ja nun gut, darüber lässt sich natürlich streiten in den letzten Jahren, aber vor kurzem gab es nun zwei neue Patente, beziehungsweise zwei Patente, die darauf schließen lassen, dass Canon vielleicht doch wieder über Innovationen nachdenkt. Beispielsweise wird an einem Quad-Pixel-Autofokus gearbeitet. Jetzt fragst du dich so, hä? Ja, das ist wohl der Nachfolger des Dual-Pixel-Autofokus, der sich natürlich in vielen Canon-Kameras bewährt hat und wirklich gute Arbeit leistet. Also ich muss sagen, dass ich auch davon sehr stark überzeugt bin, zumindest wenn ich an die 5D Mark IV zurückdenke. Da hat der Dual-Pixel-Autofokus sehr, sehr gut funktioniert und hat mich doch schon ein wenig sprachlos gemacht. Und zum anderen ist es wohl so, dass Canon eine Hybrid-Spiegelreflex oder Hybrid-DSLR arbeitet, eine Kombination aus Spiegelreflex und spiegellose, also DSLM-Kamera arbeitet.
Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr nice. Vielleicht kann man da dann seine alten Objektive auch ranschrauben, demnach behalten. Und der, der nicht weg will von einer Spiegelreflex, der greift dann zu einer Hybridkamera. Irgendwie so in die Richtung wird es höchstwahrscheinlich gehen. Und wenn das in den nächsten Monaten, vielleicht aber auch erst in den nächsten Jahren auftauchen sollte, da muss man sich echt überlegen, ob man nicht so lange noch einer Canon DSLR treu bleibt und dann vielleicht umsteigt. Man weiß es nicht. Aber innovationstechnisch könnte da von Canon doch wieder was kommen und vielleicht freust du dich ja darauf, dass Canon auch immer noch daran denkt, dich da draußen mit wunderbaren Innovationen zu beschenken. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und hoffe, dass es in den nächsten Wochen, Monaten weitere News darüber geben wird, sodass ich dir da draußen sagen kann, wie denn der Stand ist. Ja, so machen wir das. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich kann es einfach nur unglaublich betiteln und frage mich gerade, wie auch schon beim letzten Mal oder bei einer anderen Foto-News, warum bin ich nicht eigentlich Besitzer einer Fuji? Denn mit diesem Firmware-Update, boah, wie krass ist das denn bitte? Fuji, ihr seid einfach ultra geil. Also ich freue mich für euch da draußen als Fuji-Besitzer, dass ihr jetzt so ein krasses Update bei der XT2, sofern ihr eine XT2 habt, installieren dürft, könnt, wie auch immer. Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Solltet ihr dir diese Fotos gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, unten in den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video noch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Da gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.